Tachchen, ich hatte das Problem, dass nachdem ich den von Epic Games den Launcher installiert habe, dass er das Spiel versucht hat, World War Z zu installieren. Hat erst verifiziert, dann installiert die ersten 20 GB, dann hat das verifiziert, dann hat er nochmal 20 GB installiert, dann hat er verifiziert, dann hat er nochmal 18 GB installiert, ging mir voll auf den Sack. Und dann hat er mir einen Fehler angezeigt. Fehler ISBV05. Ich habe gelesen im Internet, wie ein Geistesgestörter, habe dann noch den Support angeschrieben von Epic Games, habe natürlich keine Antwort gekriegt. Und habe dann wie ein Wilder im Internet rumgelesen und bei Epic Games und in der Fehlersuche rumgelesen. Und eigentlich ist der Fehler total easy, wirklich, das ist total Pille. Nämlich Epic Games, was ist das? Das muss zu. Ich hab's, den Launcher habe ich auf meiner C-Festplatte installiert. Das Spiel wollte ich auf meiner G-Festplatte installieren, habe dann geguckt in Eigenschaften und habe gesehen, dass das Dateisystem FAT32 bei mir war. Aber der Epic Launcher oder Epic Games, ich habe keine Ahnung, die unterstützen halt nur das Dateisystem NTFS. Also Festplatte formatiert, Spiel wieder installiert über den Launcher auf der Festplatte, funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es ist auch euer Fehler. Bis denn dann.